Hier ist das Kinder- und Jugendtelefon. Hallo? Hey, super, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur 5. Folge von Vicky will's wissen. Heute treffe ich Sabine und Henriette vom Kinder- und Jugendtelefon und werde sie ein bisschen über ihre Arbeit ausquetschen. Sabine, danke schön. Komm mal rein. Genau, kannst in die Küche da gehen, wir gehen da rein. Okay, vielen Dank. Sabine, ja. Erklär uns doch mal bitte die Arbeit des Kinder- und Jugendtelefons. Das Kinder- und Jugendtelefon ist ein niedrigschwelliges Beratungsangebot für junge Menschen. Und sie können montags bis freitags im Zeitraum 14 bis 20 Uhr anrufen und erreichen dort ehrenamtliche, gut ausgebildete Beraterinnen und Berater. Und wie funktioniert euer Hilfsangebot? Die Kinder und Jugendlichen wählen die 116 111 und das Angebot ist kostenfrei. Und ganz wichtig, die Telefonnummer erscheint auch auf keiner Rechnung. Also die Kinder sind wirklich geschützt und können anonym sich an uns wenden. Und sie dürfen wirklich über alles reden und sprechen und erzählen, was ihnen auf dem Herzen liegt, was ihnen Sorgen macht, was sie irgendwie beschäftigt. Und ja, die Beraterinnen und Berater lassen sich dann gerne drauf ein und nehmen sich auch sehr gerne Zeit dann für die Fragen der Kids. Wie viel Zeit ist das immer so circa? Kann man das ungefähr sagen? Es ist unterschiedlich. Es gibt sehr kurze Anrufe, die vielleicht nur 5 Minuten dauern, 10 bis 15 Minuten. Aber bei sehr ernsten und auch wirklich schwierigen, krisenhaften Situationen, dann kann es auch durchaus mal bis zu 1 Stunde oder sogar länger dauern. Hier ist das Kinder- und Jugendtelefon. Hallo? Hallo. Also, du kannst hier alles sagen. Ich erzähle das auf jeden Fall niemandem. Ich kann nicht sehen, woher du anrufst, ich weiß nicht von welchem Telefon, ich weiß nichts über dich, es ist komplett anonym. Henriette, was sind denn so die häufigsten Themen, die auf euch zukommen? Also tatsächlich gibt es extrem unterschiedliche Themen, die bei uns am Telefon sind. Ich würde sagen, es ist sehr viel so zu Einsamkeit im Moment. Es gibt natürlich auch Liebeskummer, Probleme zu Hause in der Familie oder auch Sachen, die wir mit der Schule zu tun haben, wie Mobbing oder Zensuren. Wie wird denn euer Angebot angenommen? Melden sich viele Jugendliche bei euch? Ja, also während unseren Diensten klingelt das Telefon tatsächlich immer, wenn ein Gespräch beendet ist. Echt? Also ich habe noch nie erlebt, dass eine längere Pause ist. Wahnsinn. Wie kommen denn die Kinder und Jugendlichen also auf euch oder darauf anzurufen? Also es gibt verschiedene Wege, wie sie uns finden können tatsächlich. Ich habe schon relativ häufig gehört, dass Kinder und Jugendliche anrufen, weil das Projekt in der Schule vorgestellt wurde. Ach, cool. Und die Lehrerinnen und Lehrer eben die Nummer weitergegeben haben. Mhm. Im Kika wurde auch darauf aufmerksam gemacht zum Beispiel oder über andere Websites. Es gibt Flyer. Toll. Sabine, kann das Kinder- und Jugendtelefon eine Therapie ersetzen? Was würdest du sagen? Also unsere Beratungen ersetzen auf gar keinen Fall eine Therapie. Wir sind eher, sage ich jetzt mal, der erste Schritt von, also junge Menschen machen den ersten Schritt, wenn sie merken, mir geht's nicht gut, ich brauche irgendwie Hilfe, Unterstützung, dann rufen sie bei uns an und trauen sich in diesem Schutz der Anonymität manchmal auch wirklich zum ersten Mal über das zu sprechen, was sie erlebt haben, was sie beschäftigt. Und wir nehmen uns die Zeit, öffnen den Raum für sie und gucken dann im Gespräch, was können weitere Schritte sein. Und dann empfehlen wir manchmal auch, dass sie sich an Beratungsstellen wenden oder gegebenenfalls auch sich wirklich professionelle Hilfe suchen. Das kann dann im Weiteren auch gegebenenfalls eine Therapie sein. Und auf welche Fortschritte seid ihr beim Kinder- und Jugendtelefon besonders stolz? Ja, also insgesamt sind wir grundsätzlich stolz auf unser Angebot. Nummer gegen Kummer feiert dieses Jahr auch 40-jähriges Jubiläum. Und in der Zeit wurden auch 4,3 Millionen Beratungsgespräche geführt. Und das freut uns natürlich schon.
Henriette, welche Rückmeldungen erhaltet ihr von den Hilfesuchenden? Also die sind tatsächlich, wenn wir darüber sprechen, wie sie das Gespräch wahrgenommen haben am Ende, also in meiner Erfahrung sehr positiv. Also ich habe bekommen oft gesagt, dass es geholfen hat, dass es gut war, mal einfach sprechen zu können, vor allem ohne eine Bewertung oder zu viele Ratschläge schon, die auf einen niederregnen und ja, dass sich bedankt wird. Also da habe ich eigentlich ein sehr gutes Gefühl meistens. Bevor der erste Anruf kommt, dann versuche ich mich innerlich so ein bisschen so runterzudimmen oder offen zu machen, vor allem für das, was dann kommen könnte. Und versuche mich sehr darauf einzustellen, dass gleich eine Person mit Sorgen oder Schwierigkeiten anruft und ich dann ganz bei der sein kann. Und nach dem Gespräch nehme ich mir auch immer einen Moment, um durchzuatmen, tatsächlich. Also ich lege nicht auf und es kommt schon der nächste Anruf. Das klappt, also gerade wenn es schwierige Anrufe sind, klappt es für mich nicht, dann brauche ich einen Moment. Das Wichtige, finde ich, in der Beratung ist, wirklich für sich zu sorgen. Also nur, wenn es mir gut geht, dann kann ich auch für den anderen, die andere gut zur Verfügung stehen, da sein, zuhören. Ihr beratet ja nicht nur telefonisch, sondern auch online. Wie läuft das ab? Man kann sich einen Account machen, einen anonym, und kontaktiert uns dann per E-Mail. Und innerhalb des Teams werden die E-Mails dann verteilt. Und dann antworten wir innerhalb von 24 Stunden oder versuchen es innerhalb von 24 Stunden. Also jede Person kann dreimal schreiben. Es ist also eine relativ kurze Beratung. Aber per E-Mail ist eben auch manchmal einfacher, Kontakt aufzunehmen, weil man nicht direkt darüber reden muss. Man kann es vorher formulieren, was man sagen möchte. Das ist eben noch ein bisschen niedrigschwelliger. Man kann die Gedanken ein bisschen besser sortieren vielleicht auch schon, ne? Und du meintest einen Account. Wo wird der angelegt? Den erstellt man auf diakonie-onlineberatung.de. Sabine, wie geht's denn weiter nach so einem Beratungsgespräch? Nach dem Beratungsgespräch ist es so, dann ist der Kontakt vorbei. Und das ist für ehrenamtliche Beraterinnen und Berater auch wirklich zum Teil eine Herausforderung, dass man gegebenenfalls gar nicht mitbekommt, okay, wie geht's jetzt da bei dem Kind weiter? Geht's die nächsten Schritte? Traut es sich vielleicht noch einer anderen Person zu öffnen? Und das kann manchmal schon schwer fallen, dann loszulassen. Also es ist wirklich eine Beratung im Hier und Jetzt für den Moment des Telefongespräches und dann verabschiedet man sich auch wieder voneinander. Das kann ich mir vorstellen, dass das manchmal schwierig ist. Man würde das ja schon gerne irgendwie ein bisschen mitverfolgen, glaube ich, ne? Wie kann man denn, was würdet ihr sagen, allgemein das Bewusstsein bei Jugendlichen für ihre seelische Gesundheit stärken? Für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, immer wieder zu reden, immer wieder Anläufe zu nehmen, immer wieder drüber zu reden, sich zu trauen. Natürlich nur, wenn ein Vertrauensverhältnis an einer Stelle schon da ist, aber das so ein bisschen öffnen zu können, dass, so wie man es gerade erlebt, dass es vielleicht so nicht bleiben muss oder dass es noch andere Möglichkeiten gibt. Wichtig ist vor allem auch eure Arbeit, finde ich. Also wirklich Hut ab. Ganz großen Respekt dafür. Ich wäre, glaube ich, sehr dankbar gewesen, in einigen Situationen diese Nummer zu haben, damals. Ja, finde ich richtig toll und super, was ihr macht. Danke dafür. Ja, super. Also ich danke euch ganz herzlich. Das war richtig interessant. Macht weiter so. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Dir auch, Vicky. Vielen Dank. Dankeschön. Danke euch. Macht's gut. Tschüss. Schönen Tag dir. So, jetzt haben wir ziemlich viele Eindrücke bekommen vom Kinder- und Jugendtelefon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war interessant für euch und ihr konntet ein bisschen was daraus mitnehmen. Ihr müsst auf alle Fälle nicht mit euren Sorgen alleine bleiben. Meldet euch gerne dort, ruft dort gerne an bei der Nummer gegen Kummer und ich wärme mich jetzt auf. Tschüss!